Hey, herzlich willkommen zu diesem neuen Video und herzlich willkommen in meiner Küche. Heute geht es nochmal weiter zum Thema Ernährungsumstellung, aber ich denke, es ist auch für alle interessant, die nicht ihre Ernährung umstellen wollen, sondern einfach Leute, die nach neuen Frühstücksideen suchen oder gerne mal Meal preppen wollen. Im vorletzten Video habt ihr ja schon meinen Ernährungsplan gesehen und die Sachen, die ich fürs Frühstück eingeplant habe, die möchte ich jetzt heute vorbereiten. Ich habe jetzt nichts wirklich Revolutionäres geplant. Also es sind ganz, ganz einfache Gerichte, die ich einfach sehr gerne esse und sehr regelmäßig esse. Und ich werde jetzt einmal ein paar Sachen vorbereiten, die ich dann einfrieren werde und ein paar Sachen vorbereiten, die ich dann einfach in den Kühlschrank tue und die dann so für die nächsten Tage, für die nächste Woche dann schon so bereitstehen. Also was ich jetzt geplant habe. Das erste, was ich machen werde, ist Bananenbrot und Pancakes. Während das dann im Ofen und am Braten ist, werde ich außerdem noch Tapenade machen, also Olivenpaste. Knuspermüsli möchte ich auch noch machen. Brot werde ich jetzt heute nicht selber backen, da habe ich einfach eins gekauft, was ich einfrieren werde. Höchstwahrscheinlich habe ich jetzt irgendwas vergessen, deswegen hole ich jetzt gleich mal meinen Ernährungsplan und meinen Essensplan und guck, was da noch drauf steht. Ich habe jetzt gerade meinen Plan geholt und ich habe tatsächlich etwas vergessen. Und zwar einmal Chia-Pudding werde ich noch vorbereiten. Das ist für den Kühlschrank, also nicht zum Einfrieren. Und Baked Porridge steht hier jetzt noch drauf. Habe ich aber tatsächlich jetzt gerade schon im Gefrierfach. Deswegen werde ich das nicht mehr vorbereiten. Ja, und für Smoothies möchte ich einfach nur ein paar Bananen einfrieren. Und ich starte jetzt mit dem, was am längsten braucht, nämlich dem Bananenbrot. Für das Bananenbrot habe ich hier erstmal einige sehr, sehr reife Bananen. Also diese hier lagen im Kühlschrank, deswegen sind die so braun. Und die werde ich jetzt erstmal schälen und dann pürieren. Und ich mache die doppelte Menge von meinem normalen Rezept. Es ist jetzt ein bisschen später, mein Akku ist leider gerade leer gegangen. Ich habe heute schon ziemlich viel gefilmt. Auf jeden Fall geht es weiter mit dem Bananenbrot. Ich habe hier die pürierten Bananen und dann habe ich jetzt hier schon einmal Sojamilch mit Apfelessig gemischt in dem Glas und lasse es so ein paar Minuten stehen. Dann habe ich hier verschiedene Nüsse. Cashews, Haselnüsse, Mandeln und Walnüsse und die hacke ich jetzt ganz einfach klein. Und dann gebe ich alle Zutaten einfach zusammen in die Schüssel. Rühre um und dann kommt es schon in den Ofen. Also eigentlich geht es ganz einfach und auch ganz schnell. Beim Mehl werde ich jetzt so ein bisschen nach Gefühl machen. Also in meinem Originalrezept habe ich es nur mit Vollkornmehl gemacht. Ich werde das jetzt aber ein bisschen mischen und auch ein bisschen weniger Mehl machen, damit es ein bisschen mehr Richtung Kuchen geht von der Konsistenz. Ein bisschen weniger in Richtung Brot. Ja, aber ich schreibe euch die Zutaten, die ich verwendet habe, auf jeden Fall unten in die Infobox. Weiter geht's mit Pancakes. Das Rezept dazu habt ihr letztes Mal im Meal Prep Video auch schon gesehen. Ich mache mir das gerade irgendwie ein bisschen umständlich. Das Pancake-Rezept, was ich nutze, ist echt das einfachste überhaupt. Das besteht einfach nur aus Mehl, Pflanzenmilch, Backpulver und ein bisschen Sprudelwasser. Und ich nehme jetzt mal gerade Sojamilch, da ich die jetzt eh noch da hatte. Und das war's auch schon. Wer möchte, kann es natürlich auch noch süßen, aber ich lasse es einfach so. Ich musste beim Pfannkuchenteig noch ein bisschen mehr Mehl dazugeben, ansonsten wäre mir das zu flüssig. Ich habe jetzt hier schon den ersten drin und ja, das wird jetzt natürlich noch eine ganze Weile dauern, diese komplette Schüssel hier auszubacken. Aber der Teig ist auf jeden Fall ganz gut geworden, klebt nicht an der Pfanne. Und während ich das jetzt hier mache, mache ich mich gerade noch an ein paar andere Sachen. Wir haben jetzt aber schon 8 Uhr, also ich werde auf jeden Fall heute nicht fertig werden. Ich bin jetzt gerade schon ganz schön müde, um ehrlich zu sein. Ja, deswegen mache ich jetzt nur noch das, was ich in dieser Zeit quasi fertig bekomme und den Rest mache ich dann morgen früh weiter. Eine Sache möchte ich jetzt probieren und zwar kaufe ich seit einiger Zeit immer diese Olivenpaste hier und die schmeckt mir richtig gut, aber ich würde jetzt gerne mal probieren, die selber zu machen. Ist zwar nicht viel günstiger, aber ein bisschen günstiger. Und ich glaube, das geht auch echt einfach. Die bestehen nämlich einfach nur aus Oliven, Olivenöl, Salz, Knoblauch und dann noch Basilikum und Oregano. Das müsste ich ja eigentlich hinbekommen. Ich habe mir dafür diese Oliven hier geholt und die werde ich jetzt einfach
pürieren. Das Olivenöl werde ich mal versuchen einfach wegzulassen. Und dann mache ich ein bisschen Salz rein, ein bisschen Knoblauch und ein paar Kräuter. Ja. Die schmecken auf jeden Fall schon mal sehr gut. Dazu kommt eine relativ kleine Knoblauchzehe und so etwa ein halber Teelöffel italienische Kräuter. Ich habe die Paste jetzt gerade schon probiert und die schmeckt richtig gut. Die schmeckt fast genauso wie die gekaufte, nur von der Konsistenz her ist sie ein kleines bisschen flüssiger. Ich habe jetzt das alte Glas einfach mal ausgespült und werde das jetzt wieder verwenden. Und dann kommt es einfach in den Kühlschrank und ich denke mal, das hält sich dann wahrscheinlich auch so 2-3 Wochen in etwa. Wahrscheinlich hätte ich mir einfach einen Löffel nehmen sollen, das wäre einfacher gewesen. Naja. Fertig. Es ist der nächste Tag. Ich stand gestern Abend noch ziemlich lange in der Küche. Also die ganzen Pancakes zu machen hat ziemlich lange gedauert. Wir haben jetzt heute ein paar davon gegessen, aber es ist auch noch ein guter Stapel übrig geblieben. Die werde ich jetzt ganz einfach einfrieren. Dafür nehme ich immer einen Pancake und dann ein Backpapier und dann wieder ein Pancake, wieder Backpapier. So kleben die halt nicht aneinander. Und mit dem Backpapier kann ich die dann auch direkt in den Ofen tun, wenn ich sie dann halt essen möchte. Und das Bananenbrot ist auch fertig geworden. Ich bin diesmal nicht so 100% zufrieden damit. Es ist irgendwie von der Konsistenz so ein bisschen, ja, zu nass. Wobei eigentlich nicht nass, aber es ist halt nicht so luftig geworden. Deswegen werde ich euch einfach das normale Rezept, was ich ansonsten benutze, in die Infobox schreiben. Aber ich werde da auf jeden Fall noch weiter rumprobieren. Ich bin noch nicht so 100% zufrieden. Das Bananenbrot schneide ich jetzt klein und dann wird es auch eingefroren und dann machen wir weiter. Ich glaube, hier sieht man ganz gut, was ich mit der Konsistenz meine. Also es ist vor allem hier in diesem mittleren Bereich so ein bisschen, ja, pappig, sage ich mal. Also es schmeckt gut, aber ich hätte es echt gern luftiger gehabt. Übrigens kann man Backpapier auch oft mehrmals verwenden. Schaut da einfach mal bei euch auf die Packung drauf. Das steht da meistens auch drauf. Und so machen wir das auch. Also das Backpapier vom Bananenbrot nutze ich jetzt zum Einfrieren für die Pancakes. Ich werde jetzt noch zwei Sachen vorbereiten und das erste ist Chia-Pudding. Dafür nutze ich jetzt direkt meinen Mixer, damit ich das nicht nochmal umfüllen muss. Und da kommen jetzt Chiasamen rein. Ich nehme jetzt so 4 Esslöffel. Dazu kommt Haferdrink, einfach geschätzt. Das sind jetzt wahrscheinlich 200 Milliliter. Und das stelle ich jetzt in den Kühlschrank und lasse es quellen, solange ich das Knuspermüsli mache. In das Knuspermüsli kommen jetzt erstmal Haferflocken. Das sind ca. 600 Gramm. Und dann tue ich noch Nüsse dazu und ich bin jetzt, glaube ich, zu faul, die klein zu schneiden. Ich finde es auch mal ganz cool, wenn so große Nüsse im Müsli drin sind. Also packe ich die jetzt einfach rein. Erstmal ein paar Haselnüsse, ein paar Cashews, die kriege ich auch so. Einfach klein, bisschen klein gebröselt. Und noch ein paar Mandeln. Das waren jetzt ca. 200 Gramm Nüsse und für ein bisschen Süße nehme ich mir jetzt hier meine Dattelpaste aus dem Kühlschrank. Die mische ich jetzt noch mit ein bisschen Wasser, damit sich es besser verteilt. Das ist jetzt so die Konsistenz. Jetzt ist es schön flüssig. Und ich mache jetzt noch ein kleines Experiment und zwar mache ich auch ein bisschen Apfelmark rein. Das waren jetzt ca. 2 Esslöffel und dann noch Zimt. Etwa 1 Esslöffel. Oh, das riecht so gut von dem Apfelmark. Und weil es so gut riecht, mache ich noch ein bisschen mehr rein. Das kommt jetzt in den Ofen.
Knuspermüsli ist fertig. Und wie man vielleicht hört, ist es diesmal auch richtig schön knusprig wieder geworden. Ich freue mich total. Ich mache jetzt heute keine Trockenfrüchte rein. Das möchte ich diesmal einfach so nach Gefühl machen. Also an Tagen, wo ich Lust auf Trockenfrüchte habe, mache ich dann welche rein und an anderen nicht. Aber was ich jetzt noch reinmache, sind hier die ungeschälten Hanfsamen. Da streue ich jetzt einfach so ein bisschen was drüber. Und fertig ist das Knuspermüsli. Jetzt machen wir noch die letzte Sache fertig, und zwar den Chia-Pudding. Im Aufbrauchvideo habe ich euch ja schon den Schoko-Chia-Pudding gezeigt und ich fand es so lecker, deswegen mache ich genau das gleiche jetzt nochmal. Zu den Chiasamen gebe ich jetzt noch 2 Esslöffel Kakaopulver. Allerdings habe ich keine Datteln mehr da, deswegen werde ich jetzt einfach noch meinen Rest Ahornsirup hier aufbrauchen. Ich habe die letzten Tage für die ganzen Rezepte einfach so viele Datteln benutzt. Und das wird jetzt einfach nur noch püriert. Der ist noch ziemlich fest, deswegen gebe ich ein bisschen mehr Hafermilch dazu. Und ich habe gerade vergessen, auf Play zu drücken. Auf jeden Fall fülle ich den fertigen Pudding jetzt hier in das Glas. Und wenn ich jetzt in den nächsten Tagen Lust auf ein schnelles Frühstück habe oder auch einfach auf einen Snack zwischendurch, dann nehme ich mir einfach ein bisschen was davon raus, mische das mit Früchten und vielleicht noch ein bisschen Nussmus. Und dann ist es auch schon fertig. Und das war's für das heutige Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ich schreibe euch die Rezepte unten in die Infobox. Schaut euch auch gerne die anderen Videos zu meiner Ernährungsumstellung an, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Ich habe dazu eine Playlist erstellt, die verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!